Läuft alles vernünftig? Ja, ne? Funktioniert dann mit dem Mikrofon? Is this the mic? Is this the mic? Und das hier? So, jetzt seid alle wach. Ich glaube, wir machen vorher nochmal Halt und müssen nochmal irgendwie den Laden oder so. Ich glaube, ich habe den BMW aufgehalten. Der war sehr schnell da und ich habe jetzt 10 Sekunden nicht in den Rückspiegel geguckt. Das war unangenehm. Oh fuck, der ist sauer. Ja. Oh ja, jetzt Stinkefinger gezeigt. Oh. Anzeigen ME. Asthma-Spray, Dirk. Ist akut. Jetzt hängt er sich hier mit seinem Asthma-Spray aus dem Fenster wie der letzte Dulli, Alter. Und der Typ neben uns, auch in dem Tesla jetzt gerade, denkt sich auch so, was für ein tätowierter Vollassi hängt sich da gerade aus diesem Auto. Geh doch mal jetzt, scroll mal. Aber ich setze mein Asthma-Spray zum 1.4. ab, habe ich schon gesagt. Und dann fange ich wieder an zu kiffen. Ist deine Therapie dann vorbei? Ja. Schuski, okay. Danke für die 10 Euro. Vielen Dank. Oh, da fühlen wir uns wieder geil. Wie ein richtiger Streamer, wenn wir ja auch mal eine Dono reinbekommen. Donos sind super. Die ja, wo soll ich denn jetzt? Das wird doch nicht mal angezeigt, musst wo so was ist. So durchscrollen. Jetzt zieh doch mal auf. Aufziehen, nicht kleinziehen. Die werden dir... Jetzt oh, wie kann man so sein? Jetzt ist alles weg. Mann! Jetzt ist alles weg. Es ist alles weg. Ey. Jetzt werden wir wieder nach Montabaur gemacht. Du hast wieder irgendwas... Bier und ein Lungenbrötchen. Let's go. Aber Chat, jetzt mal ohne Spaß. Habt ihr das gerade erlebt, wie dumm der ist? Es macht mich so sauer mit dem, wirklich. Das ist... Der kann dann manchmal... Ich bin gerade einfach nur happy, dass unsere Bitrate konstant ist. Ja, das war... Dass er dann nicht automatisch wieder reingeht, oder? Das war unglückliches Timing. Das war das beste Timing all time. Ich finde auch Schlangengurke ist die Standardgurke, deswegen einfach Gurke. Finde ich, ist, ja, safe, ist genau ist richtig. So. Ja, ja, ich nehme das zurück. Ich muss das Wort weil nicht für mich verlängern. Ist auch so eine Fleischtomate, sagt man ja auch, das ist für mich die Tomate. Und dann gibt es halt noch die Mini Sinti und Roma. Ja, diese... Sorry, der ist mir rausgerutscht. Der ist mir rausgerutscht. Ich habe nichts gesagt. Es war doch nicht wertend. Mann. Och, Honi sagt, bei uns nennt man es griechisch-römisch. Griechisch-römisch. Ich habe Clip an die Bild gesendet, sagt Boster. Grüß dich, musst du was scannen, oder was? Ja. Von der Eintracht Spontan sind wir. Das hier. Oder? Okay, danke schön. Danke dir. Kannte uns. Kannte uns, Chat. Guckst du Stream, oder woher wusstest du, dass wir kommen? Guck mal hier, da ist alles schon vorbereitet. Alter. Geil, ey. Traum. Ich sehe den Dreh gar nicht. Warte, wo ist er? Es ist so beschlagen. Ich sehe dich gar nicht. Grüß dich. Darfst du sprechen? Warum nicht? Du wärst so heftig, wenn du das erste Mal Scottchen wärst, was sprechen würde. Du wärst total unique. Mann, das musst du mal durchprügeln. Wir gehen auf jeden Fall einmal zum Studio und halten so von hinten an Jona dran. Wir zeigen jetzt noch einmal Jona, der steht da hinten. Ja, was Gottchen ist wie... Unsere Ehrenreferees von gestern. Oh, da sagen wir einmal Hallo. Ja, warte doch, euch erkennt man jetzt sofort, Alter. Geiler Hoodie, ey, grüß dich. Guter Hoodie, Mann. Yes. Wir sind on stream, pass auf. Perfekt gekleidet, Mann. Grüß nicht, dass die alle sehen, dass wir uns mit den Eintracht-Schiedsrichtern gut verstehen. Ja, selbstverständlich. Aber nur mit mir, ohne Dirk, ne? Natürlich ohne Dirk. Ich wurde wirklich komplett verkauft gerade. Machen sich ready für die Sendung. Das ist Franny, die ist bei Dein, so Ligenbetreuerin bei uns für die ganzen unteren Ligen in Anführungsstrichen. Sie guckt gerade sehr an im News auf jeden Fall, weil sie uns liegt. Die ist gestresst. Und Jona ist halt wieder zu, der kriegt nichts mehr. Jona, halt die Kamera vernünftig, okay? Jetzt schreibt gerade jemand, guckt nach oben links. Ja, ja. Wo soll denn oben links jetzt sein? Das macht überhaupt keinen Sinn schon wieder. Ey, lass uns mal hoch zur Produktion gehen. Ja, machen wir. Hey, viel Spaß, ne? Wir haben einmal den Producer von Dein. Hier ist Michel am Start. IGVS Martin ist schon da. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Mann. Ja, das ist schon das Krasseste, was wir bis jetzt gemacht haben. Oder was ich bis jetzt gemacht habe. Ja, Martin, dann arbeite mal. Viel Spaß hier auf jeden Fall. Martin kommentiert heute beide Spiele. Yannick, das Männerfinale. Grüß dich, Yannick. Warte, ich habe mich kaum dran. Ey, kann ich auch noch ein Foto mit euch machen gleich? Ich will auch noch ein Foto. Ey, für dich? Eigentlich muss ich mit dir machen. Du bist jetzt gleich Finalkommentator. Ey, ich wollte gerade sagen, habt ihr deinen Platz weggenommen, ne? Also, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Stuttgart wirklich, also das Attraktivitätsduell verlieren sie wirklich gegen Potsdam. Potsdam wirklich eine attraktive Truppe, Mann. Also wirklich. Perfekt, Yannick. Also wirklich. Wir müssen SAP Arena Bierpreis. Es wird aber lange dauern, es rauszufinden, ja, ja. Weil alles voll. Ein Herrsching-Fan hat kein Bier drin. Nee, leider nur Cola, ich bin Fahrer. Ah. Wie ist der Bierpreis? Weiß ich, aber das Ding kostet 6 Euro. Mieser Art, eine Wurst mit Cola hat 10,50 gekostet.
Uff. Aber warum gibt es nur Bitburger und keinen Radstein? Das haben wir auch schon festgestellt. Wir haben die Bierpreise festgelegt für die German Beach Tour. 3,50 und 7 Euro. 7 Euro der Liter frisch gezapft. Ist da ein Freibier im Ticket inklusive? Nein. Ja, das ist ein Bruch. Lange Schlangen. Bierpreis extraordinär. Eigentlich müsste ich einfach in die Shampoo-Säcke gehen, dann kriegst du schnell Getränke. Hallo, was soll ich sagen? Denk dir was aus. Ihr seid sehr unterhaltsam auf TikTok und Instagram. Danke. Cool. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, kannst du uns mal gucken, ob wir noch irgendwie ein bisschen Backstage-Zeug einpacken können? Also Pressebereich wirklich wenig. Ja, da gibt's nichts zu sehen. Grüße euch. Das war aber eine sehr freundliche Begrüßung, muss man sagen. Hi. Wie seid ihr denn ausgestattet? Hier gibt's die guten Sachen also. Bülent Ceylon ist auch immer hier. Ja, der kommt doch aus Mannheim, oder? Ja? Hast du Ceylon gesagt? Ist das jetzt? Bülent Ceylon, ja. Wind of Sweet Caroline? Nee, doch nicht. Nee, das ist was anderes. Bisschen was Cooleres sogar. Hier gibt's eine Kabine, ne? Danke dir. Das könnte Dirk Funks Matte sein, so mit, also wirklich so maximal im Bild. Alter. Ja. Das ist der Eingangsbereich, glaube ich. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Nee, wir wollen eigentlich so ein bisschen Backstage einmal abfilmen hier mit unserer Kamera. Hier ist der Einlaufbereich, richtig? Richtig. Also hier geht quasi die Tür auf und dann geht's los. Und hier ist die Mixzone, wo später die Interviews gemacht werden, richtig? Ja. Und dann rennen die Leute rein und finden. Ja. Das sind 1000 Leute, die als Schiedsrichter auf den Arsch gucken hier, Alter. Also bis jetzt hat uns noch keiner aufgehalten, warum auch immer. Juba? Aha, okay, got it. Ja, aber hier geht's ja auch, ne? Oder? Geht auch. Ja, ja. Danke dir. Ja! Ich finde mal, das ist sehr clever, dieses so einfach nur so Ortsfragen. Sind die Kabinen da? Ja. Und dann so ist Berechtigung quasi schon völlig aus der Tür. Dann wird da gar nicht mehr drüber geredet. Naja, du musst sicher was auftreten, weil absolut da ankommen kann. Das ist aber wichtig so. Guck mal hier. Hashing. Zu? Ja, gut, die sind noch nicht da. Ne? Jetzt ist da die Briss. Ja, ist alles zu. Schade. Schade, schade. Oh mein Gott. Hast du dir einen Kreuzer geholt? Nee, Gott sei Dank nicht. Also, das war wirklich kurz vor, wenn man das sieht. Volleyball-Pokalfinale der Männer. Freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und noch mehr freue ich mich, es begleiten zu dürfen mit Alex Walkenhorst. Beachvolleyball, deutscher Meister 2021 und U23 Europameister 2008. Alex, schön, dass du dabei bist. Das ist der Titel, den wir noch vorgelesen haben. Wo hast du den denn noch gefunden? Der müsste doch irgendwann mal so ganz unten sein. Aber okay, es wird immer vorgelesen und alle machen sich drüber lustig, weil das echt schon ein paar Jahre her ist mittlerweile. Es gehen viele davon aus, dass es ein 3-0 wird. Aber ich sehe so ein paar Elemente, wo die WWK Volleys Hersching eine Chance haben, die Berliner zumindest mal zu ärgern. Die Berliner, die sind einfach, also ich meine, da sind so viele erfahrene Spieler dabei und bei den Herschingern bin ich einfach ultra gespannt und ich hoffe wirklich, dass sie es Volley nehmen und sagen, wir haben nichts zu verlieren und befreit aufspielen, weil dann wird es wahrscheinlich cool. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Letzte Frage, Alex. Was nimmst du als neutraler Volleyball-Fan mit aus diesem Wochenende? Boah, da können wir, soll ich 10 Minuten, wie viele Minuten habe ich? 10, 15, 20? 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ich zähle mit. Okay. Nein, für mich sind das ja verschiedene Welten. Zum einen stehe ich hier vor der Kamera und nehme so eine Expertenrolle ein, dann treffe ich ganz viele, dann führe ich viele Sportentwicklungsgespräche und so. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, A, wie cool die Kulisse ist und das auch im Vergleich zu anderen Sportarten, die jetzt auf deinen zusammengeführt werden. Auch ganz ehrlich, Tischtennis und Hockey machen 5.000 Hallen voll und wir 10.000, 12.000 Hallen, so, ne? So irgendwo da in der Richtung. Das zeigt auch, wo der Volleyball steht. Deswegen habe ich auch gerade schon in unserem Gespräch vorher gesagt, das Ziel muss sein, dass wir weiter bei den Sportarten, mit denen wir jetzt zusammen transportiert werden, Handball, Basketball, da weiter aufschließen. Und ich glaube, der Volleyballsport ist unterschätzt gut aufgestellt, weil da jetzt so ein Generationenwechsel vonstatten gekommen ist. Und das finde ich gut. Ich hoffe, dass das so weitergeht und dass der Sport sich dahin entwickelt. Guck mal, wie der da schon wieder ankommt. Wir machen jetzt erstmal unseren Eröffnungstag. Ja, gut. Okay, bereit? Wir ja, kommen, komm, scheiß drauf, ja, dann kommen wir drauf. Du bist ja so vorqualifiziert. Dann machen wir einfach mit Dirk Funk unseren Anfangstag. Okay, sehr gut. Herzlich willkommen.
Ach, lass mich doch mal anmoderieren. Scheiße, dass ich da sein darf. Lass mich doch mal anmoderieren. Okay, gut. Ja, gut, Dirk ist doch wieder raus. Martin, was ist denn los? Martin, lass dich einmal lang gehen, komm, scheiße. Mach doch mal deinen Job. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Overload. Das Pokalfinale hier in Mannheim liegt jetzt gut eine halbe Stunde hinter uns. Wir haben unsere Duo-Rolle einmal aufgefüllt mit Dirk, der sich das Ganze heute einfach mal nur aus der Beobachterperspektive anschauen konnte. Ui, den machen wir nochmal. Okay. Herzlich willkommen zurück zum... Guck doch in die Kamera, du Pisser. Ja, ist okay. 2x3-0, hat es trotzdem Spaß gemacht? Ja, am Ende ist es natürlich trotzdem ein Riesenhighlight. Man muss schon sagen, es war historisch langweilig. Ganz ehrlich. Also, hätte mehr Spaß machen können. Ja, ich meine, man hat nicht drauf geguckt. Wir haben uns vorher auch ein bisschen noch mit den Herrschingern unterhalten und auch mit Max Hauser. Und eigentlich wollte man auf sie zugehen und sagen so, hey, ich meine, die wussten ja auch selber, was die Ausgangslage ist. Ja. Und eigentlich war es ja so schön, im Zweifel könnt ihr es jetzt nur noch besser machen oder spannender gestalten, dafür sorgen, dass das Zweite, dass das Männerspiel spannender ist. Ist jetzt leider nicht so gelaufen. So, der dritte Satz war unterhaltsam. Ich glaube, viele hätten sich einen vierten gewünscht. Wir haben es leider nicht bekommen, weil am Ende vollkommen verdient die deutlich, deutlich, deutlich bessere Mannschaft gewonnen hat. Von daher muss man leider sagen, war auch souverän, wie Berlin es hinten raus gemacht hat. Von daher 6-0 und trotzdem war es ein kleines Fest, sagen wir mal so. Vielleicht nicht das Riesenfest, aber es war ein kleines Fest. Hallo, wir sind auf dem Weg zurück von einem... Vom langweiligsten Pokalfinale aller Zeiten. Ja. Glaube ich. Oder? Hätte man prognostizieren können, aber nee, ist die Frauen auch so. Wobei, ich rede in Summe. Nein, es war, es ist historisch langweilig. Ja. Historisch langweilig. Das war auf jeden Fall eine wilde Reise. Ja, untertreibt man nicht. Ja. Also das war wirklich wild. Meine Fresse. Also untertreibt man wirklich nicht, Dirk. Nee, es war wirklich schon krass, wie viele Menschen Fotos machen wollten mit uns. Also nach dem Frauenfinale war ja viel Platz und viel Zeit und wir dachten so, komm, ja, wir gehen mal rum, so, weil ja dann, wir wollten so interagieren, so, ihr kennt das, wenn wir einen Stadionvlog machen, dann so Bierpreis und so mit Leuten quatschen, so ein bisschen, so in diese Richtung. Wir sind gefühlt einmal nur in diesen Umlauf rein und haben halt, also wir sind einmal nur in den Umlauf und dann haben wir eine Stunde, 15 Minuten Fotos gemacht und dann musste ich in den Vorbericht bei deinen, so, und dann war es halt vorbei. Also wir konnten gar keinen Vlog drehen im Wesentlichen. Und sagen, nein! Oh, das könnte aber auch er gewesen sein. Ja, es war er, glaube ich. Ich glaube, es war er. Es war hinter ihm, ja. Ich glaube, es war er. Nikola Sarri sagt einen Schuss. Lol. Das ist scheiße, Dirk. Das ist unangenehm, wirklich. Du bist so unangenehm. Dirk sagt, die kleine Blonde möchte bitte aus dem Bällebad. Das ist so dumm. Ohne Scheiß. Kleine Blonde möchte bitte aus dem Bälleparadies abgeholt werden. Hast du es gehört? Ja, ich hab's gehört. Wir haben einen Live-Anruf von Louis aus dem Bus der Herrschinger. Hallo, was geht? Was geht? Hallo. Was sind die Updates, Louis? Ich richte gerade live aus dem Herrsching-Fanbus, in dem die Stimmung gedrückt ist. Ja gut, dann geh halt weg mit dem Anruf. Ich muss abholen. Ja, aber dann musst du doch dein Handy nicht mitnehmen. Ich kann Spaß, weißt du auch, ich habe kurz vergessen, dass das Handy ist, mit dem wir über mit Louis sprechen. Sorry. Du warst so dumm. Ja, leg hin. Jonathan, er sagt, wo ist denn die Bedienung? Was für ein Sack. Jonah. Jonah spielt mit der Kündigung. 2, 6, 3, 4, 5, 7, 8. Ich bin am Rucksack gefangen. Das war sehr gut.